Ja, lieber Herr Atschegger, diesmal ohne Bild, sondern nur Ton, weil es geht nur um eine reine Information oder besser gesagt Frage an euch. Ich fahre gerade zur Musikmesse, zur Product & Sound dieses Jahr, zum Messegelände Frankfurt am Main. Und natürlich bin ich wieder für euch mit der Kamera unterwegs, diesmal auch mit Kameramann. Der Toni kommt nämlich mit. Das haben wir alles mit Presseausweis geregelt bekommen, zum Glück, sonst wäre das nicht so einfach gewesen. Und ihr sollt mir in die Kommentare schreiben, von welchen Marken ihr Videos sehen wollt. Also zwei Marken stehen definitiv fest, die ich abklappern möchte. Mit Voice Acoustic, da habe ich auch schon das Go bekommen, dass ich bei denen auf jeden Fall ein Video drehen darf. Und natürlich kann, wäre doof, wenn nicht. Und wo ich immer unbedingt sowieso hin möchte, ist auch L-Acoustic. Ich meine, ich habe so meine drei Tonlieblinge, das ist D&B, das ist L-Acoustic und das ist halt Voice Acoustic. Das sind so meine drei großen. Bei denen möchte ich auf jeden Fall vorbeischauen. Ich hoffe, dass mit L-Acoustic und D&B klappt auch. Aber seid mir nicht sauer, es gibt auch Marken, bei denen ich nicht vorbeischauen möchte, weil mich die einfach nicht interessieren. Jetzt werden die meisten denken, okay, ich mache ja die Videos für euch, aber was macht es Sinn für euch, ein Video zu drehen, wenn ich es selber nicht möchte, weil das wirkt nur gezwungen und lustlos. Ich möchte zum Beispiel nicht zu RCF, ich will auch nicht zu Mackie und ich will auch nicht zu Martin. JBL überlege ich mir noch, aber es gibt so Marken, die gefallen mir nicht, die sind bei mir unten durch, weil sie Aktionen gebracht haben, die einfach nicht sein müssen. Ja, und solche Sachen halt. Aber, lichttechnisch werde ich auf jeden Fall auch bei Robe und SGM vorbeischauen, aber wie gesagt, trotzdem auf alle Ausnahmen keine Garantie. Ich weiß nicht, wie es da vor Ort ablaufen wird, aber das sind meine Wünsche, die ich jetzt hier so von meinem Schreibtisch aus, sage ich mal, äußern kann. Und ich versuche natürlich auch, eure Wünsche weitestgehend zu erfüllen. Deswegen müsst ihr mir die auch unbedingt in die Kommentare schreiben und ich werde ungefähr, sage ich mal, von diesen Wünschen dem 25.03. ungefähr als Schlussstrich ziehen, um letztendlich auch das zu planen, wann ich wo an welchem Stand sein werde. Und vor der Messe werde ich hundertprozentig nochmal ein Video hochladen mit den Informationen, also an welcher Uhrzeit ich an welchem Stand bin, falls irgendjemand Interesse hat, dort auch vor Ort zu sein. Oder wie gesagt, bei den Hauptständen, sage ich mal, also nicht bei allen, aber bei den, sage ich mal, Hotspots, da werde ich sagen, okay, ich bin am dritten Messetag, 15 Uhr, definitiv bei Voice Acoustic, dann könnt ihr euch darauf einstellen, dass ich auch 15 Uhr am dritten Tag bei Voice Acoustic vor Ort bin. Also so ungefähr, dass ihr Bescheid wisst. Ich habe schon wieder viel zu lange gequatscht und irgendwie nur, ja, auf lange Zeit nur eine kleine Information verpackt. Entschuldigt das bitte. Wie gesagt, nicht vergessen, in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, practice and enjoy, obwohl wir heute nichts getestet haben, aber scheißegal, scheiß drauf. Bis dann, ciao.